Hast du Oberbekleidung? Hatte ich da nicht? Genau, das dunkle. Ich könnte mir noch eine Hose wieder anziehen. Hatte ich einen Helm? Nee, ja. Ist auf jeden Fall wieder ein bisschen leichter. Ach, fuck. Zumindest bin ich nicht so weit weg vom Dings. Vom Dorf. Da muss ich warten oder irgendwo schlafen. Ja. Bogenschießen ist schon eine schwere Kunst. Vor allem je größer die Distanz wird. Ich meine, ich habe ja selbst Bögen und bin jetzt bei, weiß ich nicht, irgendwas 18 Metern oder so. Bin aber noch an der Technik dran. Also, richtige Haltung, Ankerpunkt und so weiter. Muss noch das Ziel einstellen. Ich muss viel konstanter werden, was meine Haltung, meinen Durchzug und so angeht. Es ist, dauert alles Training. Ah. Vor allem muss ich mir dann wahrscheinlich irgendwann nochmal bessere Pfeile kaufen, dass die gleichmäßiger fliegen. Aber erstmal muss ich meine Haltung und so weiter auf die Reihe kriegen. Jetzt stelle ich mich einfach vor den Metzger und warte da, würde ich mal behaupten. Ich habe jetzt genug Wildschwein, ich habe genug. Eigentlich alles. Obwohl ich gerade dabei bin. In meinem Inventar wird das Zeug weniger schlecht. Ich weiß nicht, ob das für das Inventar vom Pferd gilt. So, Hasenfleisch 100 für den Metzger. Bingo. Noch eine? Nein, das heißt, die anderen hatte ich so schon erfüllt. Gut. Jetzt muss ich noch zum Metzger runter. Nur noch zum Metzger runter. Luftgewehr ist auch ganz nett, ja. Das ist. Da war ich auch nicht so schlecht. Ich hab einen Kumpel, der ist sehr gut mit dem Luftgewehr. Der ist sogar auf Meisterschaften gegangen. Ich muss den eigentlich mal fragen, ob der das wieder macht, der Drecksack. Der hat jetzt ein Mädchen und ein Kind. Also ja, Frau und Kind. Ob er geheiratet hat, weiß ich noch nicht, aber. Nee, dann müsste ich den mal fragen, ob der wieder mit. Ach ja, beschwer dich, dass ich keine Fackel habe. Als ob dich das interessieren würde. Aber wenn ich warte, gibt's ja eh wieder Ärger. Ich habe eine Menge Dolche dabei. Ups. Muss ich tatsächlich den Kerl mal fragen, ob der wieder Luftgewehr spielt. Schießt. Was ist er denn? Wo
Was hat denn... Hab ich den überhaupt noch? Da. Hä? Waffe? Oh, shit. Okay. Ups. Und heute ist Rataya-Turnier. Der war nämlich gut. Ich meine, ich habe den auch zwar auf der Kirmes abgezogen, aber das ist natürlich dann auch wieder so eine Sache, ne? Hat er tatsächlich mal nicht aufgepasst und ich habe dann mehr Treffer gelandet auf der Kirmes als er. Ne, Luftgewehr ist mir zu... Ist zwar witzig, aber... Ah, leck mich doch. Oh, hat mich... Normal braucht er eine Woche, um zu antworten. Noch etwas? Ah, Händlerin, aber die ist natürlich noch nicht wach. Also, ach, die ist noch nicht im Verkaufmodus. Komm her, lauf in meine Faust. Nee, ich bin jetzt erstmal dran, ich habe jetzt auch zuerst... einen leichten Bogen gehabt. Aus dem Internet. So, zum Formüben. Ah, das ist ein... Oh Gott. Das ist eine Bitch. Die verzeiht einem gar nichts. Das ist unglaublich. Metzger, Slow Motion Move. Hase. Hirsch. Wildschwein. Fuck you. Ich glaube, es ist Zeit, langsamer zu machen. Der Vogt lässt uns zwar vom Haken, aber ich will ihn nicht heraus. Ist mir recht. Lebe wohl. So, und jetzt du. Sag mal. Ja. Gibt's das? Hey, hey. Alles Gute. Gut. Verkaufen wir mal ein bisschen hier, oder? Ja, Auflage, klar. Da hast du eine Auflage, das stimmt. Falsch mir noch ein bisschen. Besprechen wir den Preis. Frei, ja, auf der. Hatten wir auf der Kirmes auch eine Auflage? Ich glaube schon. Du müsstest mich mögen. Dann sollte das gehen. Ja, es ist. Ja, luftgewehrfreie Hand ist schon nicht so einfach. Da ist dann auch wieder Atemtechnik wichtiger und so weiter. Gut, jetzt habe ich die Dings. Rataya-Turnier ist jetzt. Oh, shit! Oh, shit! Mit ein bisschen Pech bin ich zu spät. Das wäre ärgerlich. Shit, warum reite ich eigentlich hier in die Richtung? Verdammt. Das ist jetzt... Gar nicht in Ordnung gegangen. Aber normalerweise sollte ich noch bis 10 oder so am Turnier teilnehmen. Ja, es ist... Ich meine, wie sehr musst du denn bitte am...
am Lauf und am Ziel drehen, wenn du da nur auf, weiß ich, was sind das, 2,5 Meter schießt? Da musst du ja schon das Ding mit dem Hammer bearbeiten, dass du da so um die Kurve schießt, dass du dich triffst. Aber ich würde fast behaupten, dass die, dass der Stand einer von denen waren, die nicht so mit ihren Gewehren pfuschen. Weil ich habe locker die 5 Schuss getroffen und mein Kumpel, bis auf den einen, den er versemmelt hat, hat er auch seine, hat er 4 von 5 eben gehabt. Also, weiß nicht. Aber es gab halt keine wirklich Preise. Ich hatte hier so ein, weiß ich nicht, war das sogar? Ich glaube, ich habe den Preis sogar noch. Das war so ein Stoff-Tier-Dingens. Komm, lass mich hier runter. Hier geht's schneller. Verdammt, Axt. Ich bin in den falschen Abzweig gegangen. Auch interessant. Nee, ich habe den noch. Hängt sogar hier. Hier. Den hatten die da und da hatte ich gerade mein neues Auto gehabt. Also mein, nicht neu, aber da hatte ich mein eines Auto gerade bekommen und geholt gehabt. Das habe ich dann an den Spiegel gehängt. Fand's recht wichtig. Ja, ich meine, das kriegst du für, weiß ich nicht, 20, 30 Cent aus China im Karton, also hier so ein 1000er Packung oder was. Ich fand's witzig und wenn man sich dann schon irgendwas aussuchen darf, warum nicht? So, dann hoffe ich, ich komme noch rechtzeitig zum Turnier. Auf dem Pferd mit der Fackel. Mal gucken, das Pferd schnauft schon. Das nur von Sasa hier rüber. Bin ich viel. Nee, ich bin eigentlich nicht viel gesprungen, von daher. Sollte das mit der Schnauferei eigentlich gar nicht so schlimm sein. Aber es dauert noch, bis das Pferd nicht mehr kann. Wenn ich genauer wüsste, wo der Pfad da oben reingeht, dann würde ich den vielleicht nehmen, anstatt außen rum zu gehen. Ich meine, es wäre generell einfacher, links rum jetzt zu reiten, als rechts rum, aber mit dem steilen Berg ist das natürlich voll für den Arsch. Also, naja. Naja. Aber ich soll tatsächlich da sein, bevor das Pferd wirklich an die Grenze gerät. Auch wenn es jetzt schon die ganze Weile schnauft. Ja. Das klingt natürlich schon mal ganz gut. Aber ich meine, wenn man ein Luftgewehr hat, was man sich tatsächlich eingestellt hat, oder was man sich tatsächlich einstellen konnte. Oh, Vogt, sag mir, dass ich noch mitmachen kann. Also es sieht auf jeden Fall noch danach aus. Der Herr sei gibt. Startgeld aufbringen können. Ja, genau, du musst erst das Startgeld aufbringen können. Ja, nehmen wir mal den Kriegshammer. Muss erst Startgeld aufbringen können. Kann man den auch höher setzen? Wie viel schwebt dir denn vor? Ach, anstatt 60 so 6000? Wie wär's damit? Ich habe sogar wahrscheinlich noch mehr dabei. Kenne ich noch gar nicht. Heinrich aus Galitz, aus dem Gefolge von Herrn
Dann hauen wir ihn mal zu kurz zu Klump. Ah, jetzt muss er ja erst noch die Waffe ankündigen. Die Teilnehmer werden sich mit Kriegshammer und Schild bekämpfen. Ach. Das war ein Treffer an den Kopf. Und das war einer unters Kinn. Erledigt. Nur leider ist das mit dem Blocken so langsam. Obwohl mein Blocken die höchste Fähigkeitsstufe hat. Aber ey, was soll's. Ah, Langschwert. Du hast hier litten. Weil Langschwert ist besser bei mir. Als meine Keule. Naja. Damit kannst du mal verteidigen, du dummer Spasti. What the hell? Jetzt hat er sein Schwert weggesteckt. So. Hallo, ich wollte dem eigentlich ins Gesicht stechen, verdammte Axt. Na, das ist doch endlich verwirrt. Hat der Baut? Das ist doch echt. Ach ja. Thaddeus, Befehlshaber der Tallenberger Wache. Und mit ihm im Kampfe misst sich Heinrich aus Galitz aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Heißt die Kämpfer willkommen! Dieser erste Kampf wird uns ein Höchstmaß an Unterhaltung bieten. Teilnehmer werden sich mit Kriegshammer und Schild bekämpfen. Verdammte Scheiße! Ja, die Pausen dazwischen sind echt übel. Das nervt richtig. Ha! Ich habe ihn am Kopf getroffen. Jo. Eins, zwei schöne Fakes. Dann ist er hinüber. Schwertern.
Aí, sie mich. Schädelbrecher und er fällt nicht um. Sag mal, wie kann er mit einem normalen Schlag Fuck you! Bullshit-Mechanik. Du hast keine Chance mehr, die Kacke hier zu blocken. Na also, auf die Nase, nochmal auf die Nase. Sollte ihn jetzt fast erledigt haben. Ja klar, auf einmal gibt er da einen ab. Sicher doch. Und ich drück verteidigen und was macht er? Er macht nicht die dumme Sau. Was ist los? Keine Eier mehr? Na, also, endlich mal ein paar. Mit seinem Sieg in dieser Runde hat er seine Kampffertigkeit unter Beweis gestellt und erreicht die nächste Runde des Rataya-Turniers. Der erste Wettstreiter ist Heinrich aus Galitz, aus dem Gefolge von Herrn Ratzenbobilla. Und auf ihn trifft Kohlmann aus der Wache von Herrn Hanusch von Leipa. Nee, ich habe schon genug Turniere gemacht, um das zu wissen, aber dass der jetzt so viel mehr durchgehalten hat, ist echt verwunderlich, weil ich habe den schon innerhalb von 5 Treffern auf die Bretter schicken können teilweise. Also ich meine, vielleicht ist das jetzt auch nochmal gestiegen, weil ich als von meinen Fähigkeiten her besser war, aber das ist eigentlich ja, und das hat ihn schon besiegt. Dieser Schlag, der zieht so viel ab mit dem Hammer, das ist unglaublich. Der zieht ihm so viel ab. Das ist bestimmt 70-80% vom Leben sind einfach Flöten bei einem Kindtreffer mit dem Hammer. Das ist unglaublich. Axt und Schild. Na gut. Habe ich am wenigsten, was ich... Kann ich am wenigsten mit kämpfen. Und trotzdem... Hä? Geil! Aber ich sag, weißt du, dann... Den habe ich jetzt mit wie viel Treffern besiegt? Und das war der dritte Gegner? Ja, genauso mit dem Hammer. Zwei gute Treffer, muss ich zugeben. Zwei gute Countertreffer, ja. Aber der ist weg. Und der war jetzt auch innerhalb von weg und konnte meine Angriffe nicht standhalten und ist gestolpert beim Abwehren. Da war der zweite besser als der dritte, würde ich mal behaupten. Wobei der zum Schluss dann auch mal seine Verteidigung hat fallen lassen. Oh, stimmt. Ich habe irgendwo gedrückt, dass die HUD verschwindet? Nee. Hä? Ach, ich habe auf
ein Spektakel. Metallplattierte Streitaxt. Möge Gott über dich wachen. Hm, okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Da war ich noch nicht. Was ist das? Waffenart Axt. Okay. Hm. Muss ich mal rausholen, das blöde Ding, ne? So, jetzt wollte ich zu den beiden Raufbolden. Bei denen mal nach dem Rechten sehen. Wie viel Kohle habe ich mittlerweile? 9000. Ha, ich kann die Schmiede bald aus eigener Tasche zahlen. Das ist schön. Das ist sehr schön. Oh, wir haben 5. Ich muss ja bald schon wieder los. Ach stimmt, wo du gesagt hast jetzt Random Events. Ich habe tatsächlich, ja, irgendwelche, ich habe bis jetzt zweimal, ich habe einmal den Ritter gesehen. Ich habe noch keinen gesehen, der mir am Wegesrand irgendwas verkaufen wollte. Und ich habe keine Wegelagerer gesehen. Ich habe sonst auch nichts. Das stimmt, das ist sehr strange. Das ist. Da waren mal mehr Events. Ob das daran liegt, dass es im einfachen Modus mehr Events gibt? Das könnte vielleicht sein. Noch eine Wache, die ich abgezogen habe. Ja, ich habe auch beim, wo es einfacher, jetzt bei der einfacheren Runde, hatte ich auch meine Taktik, da bin ich auch in die Reihen. Und dann habe ich habe immer Jagdschwerter genommen, weil du damit recht schnell bist. Und bin dann auch auf die zu und habe die immer in die Ecke geschubst und auf die eingedroschen. Und dann hast du die geschubst, zwei Schläge, geschubst, zwei Schläge, geschubst, zwei Schläge und dann waren die irgendwann hinüber. Die hatten keine Chance. Ich habe dann, ja, nee, also ich habe dann tatsächlich beim Jagdschwert, bis ich das erste Turnier machen konnte, ich habe so viele Lebensmittel vorgemacht. Ich glaube, ich war fast auf maximalen Level, irgendwie 18 oder 19 und mein Schwertkampf war auch auf, frag nicht, ja. Also, ich war schon heftig overpowered, als ich da das erste Mal ankam. Ich bin einfach nur auf die zu und habe auf die eingedroschen, wie doof. Es war schon. Oh, Wilderer. Komm schon. Ich hab mir. Aber. Ich. Schafs im Wolfpelz. Übung? Axt. Kann ich da nicht? Zuerst musst du was. Deswegen übe ich jetzt Axt. So. Klar, es ist stumpf. Aber es funktioniert. In die Ecke drängen und aufs Maul hauen. So lange, bis er aufgibt. So geht's. Faustkampf. Kann ich da schon? Ich muss erstmal mit dem reden, Arbeiter. Wo ist der andere? Der sitzt drin und säuft, oder was? Geht in die Suffenhase. Thomas, seid ihr verrückt? Wenn jemand erfährt, dass ihr... Beruhige dich. Ist der Wirt?